Was wir hier im Hintergrund sehen, ist der neue Westfalia Jules Verne. Ein Jules Verne gab es von Westfalia schon vor einigen Jahren, aber dieser hier ist in jeder Beziehung anders. Das zum einen wegen des Basisfahrzeugs. Hier sehen wir den neuen Mercedes Vito. Zum anderen hat sich auch der Grundriss völlig geändert. Da ist ein Sanitärbereich untergebracht. Am Boden mit einer Duschwanne, die unter einer Abdeckung ist. Und daneben eine richtige Kassettentoilette, wie in größeren Reisemobilen, auch unter einer Abdeckung. Das heißt, man hat doch zeitgemäßen Sanitärkomfort. Nicht unbedingt eine Dusche an Bord, aber zumindest eine behelfsmäßige Lösung, die man zumindest als Außendusche verwenden kann. Oder man kann die Bodenwanne auch mal nutzen, um die Füße zu waschen und so weiter. Das Besondere sieht man auch gleich, ist, dass das Dach, anders als bei vielen anderen Aufstelldachcampern, vorne angeschlagen ist. Es öffnet also nach hinten. Aber die wirkliche Besonderheit ist nicht zuletzt die Sitzgruppe. Im Jules Verne hat man eine L-förmige Bank und einen freistehenden Tisch, was man sonst ja praktisch nur in größeren Campern findet. Insofern füllt er gewissermaßen eine Lücke in der Art, wie sie vorher eigentlich noch kein Modell gefüllt hat. Ähnlich ist höchstens sein direktes Schwestermodell, der Westfalia Kepler, der auf dem VW T5 oder T6 mit langem Radstand basiert. Der Jules Verne hat den Vorteil, er ist ein bisschen kompakter. Er ist nicht größer als ein Marco Polo, Mercedes Marco Polo, der ja auch von Westfalia hergestellt wird. Trotzdem sind die beiden Modelle völlig unterschiedlich und sprechen eine völlig unterschiedliche Kundschaft an. Und das, finde ich, ist durchaus eine spannende Sache.